Die Welt leidet unter hoher Inflation und die Börsen leiden auch unter hoher Inflation. Und jetzt gibt es aber einige, wie zum Beispiel den Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck, die sagen, was soll das alles? Die Inflation wird sich wieder in Luft auflösen. Und auch immer mehr Analysten rechnen bald mit einem deutlichen Rückgang der Inflation. Ist das also alles nur Panikmache und heißt es dann vielleicht auch, dass wir dadurch an den Börsen bald wieder einen Startschuss kriegen könnten für eine neue Rallye? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen zu einem kleinen Vatertagsvideo. Das Vatertagsnarrativ, das ist ja, Vati darf heute ausnahmsweise mal das tun, was er wirklich gerne tut. Und die Wahrheit ist dann aber, er steht mit 10 angesäuselten Typen genervt um einen Bollerwagen rum. Das Wort Narrativ, das liest man übrigens wieder sehr oft zur Zeit. Also zum Beispiel das viel zitierte Narrativ von Putin, dass in der Ukraine lauter Nazis sitzen. Oder auch das berühmte Narrativ, Sachwerte schützen gegen die Inflation. Wobei qualitativ da natürlich schon noch ein Unterschied ist zwischen den beiden. Narrativ klingt aber meistens ziemlich abwertend. Aber definitionsgemäß laut Wikipedia, und das ist über jeden Zweifel erhaben, ein Narrativ ist einfach erstmal nur eine sinnstiftende Erzählung oder Weltsicht. Und sowas ist wichtig. Unser Gehirn macht das auch permanent. Es ordnet sich die Welt, weil täte es das nicht, dann wären die vielen, vielen Informationen, die wir dauernd bekommen, einfach nur weißes Rauschen und Datenmüll. Und was ganz extrem beherrscht wird von Narrativen, das ist die Börse. Also wer weiß schon wirklich irgendwas über die reale Welt? Das müssen wir aber auch gar nicht. Es reicht eigentlich schon als Anleger, wenn man weiß, was ist am Markt gerade das große Narrativ. Ich würde sagen, zurzeit gibt es zwei. Und das Stärkste ist, die Notenbanken bekämpfen jetzt die Inflation, die Zinsen steigen, das macht Aktien unattraktiver und es wirkt außerdem die Wirtschaft ab. Und darum sind wir auch in einem Bärenmarkt und in so einer Lage, da kauft man nicht, sondern man verkauft eher. Und die Gegenposition dazu dann aber, so schlimm ist es alles gar nicht und außerdem sind viele Aktien schon wieder viel zu billig. Also kaufen. Das sind die beiden Standpunkte, die können wir auch gegenüberstellen, nur im Moment bringt uns das, wenn wir ehrlich sind, eigentlich auf keinen grünen Zweig. Und dann gibt es noch einen dritten Ansatz oder es ist eher eine Herangehensweise, das machen auch vor allem die großen Anleger. Die hangeln sich von Tag zu Tag, die schauen jeden Tag, wie sind im Moment die Daten und sprechen die vielleicht eher für ein positives oder eher für ein negatives Szenario. Und kommen vielleicht sogar Daten jetzt irgendwann mal, die darauf hinweisen, dass das Ganze auch drehen könnte. Und die werten natürlich alles Mögliche aus, wie immer, aber ich bin mir ziemlich sicher, im Moment geht es da hauptsächlich um Konjunkturrisiken, aber noch wichtiger um die Inflation. Wir haben eine jahrzehntelange Rallye hinter uns und die haben wir auch darum gehabt, weil wir den Fed-Put gehabt haben. Ich habe schon oft schwadroniert drüber hier. Der Fed-Put, die Überzeugung, sobald es irgendwie wackelig wird an den Börsen oder sobald es irgendeine Krise gibt, dann retten uns sofort die Notenbanken wieder mit billigem Geld. Das ist auch nur ein Narrativ, aber es ist ein sehr, sehr starkes. Und es hat sich ja gerade in der Corona-Krise und durch die Corona-Rallye auch nochmal bestätigt, auf eine ganz eindrucksvolle Weise. Und diesen Fed-Put, den haben wir im Moment aber nicht, weil wir jetzt eben plötzlich hohe Inflation haben und die Fed ja auch bekämpfen muss. Und darum ist der Inflationsdruck jetzt eben auch der Urgrund allen Übels. Die Inflation ist nicht unbedingt ein Narrativ. Also, Sie können es ja versuchen, wenn Ihnen mal jemand erzählt, er kann seine Heizkosten nicht mehr bezahlen, dann sagen Sie doch zu dem mal, ich sehe schon, aus Ihnen spricht das Inflationsnarrativ. Inflationsmessung, das ist natürlich umstritten, aber der Inflationsdruck zurzeit, der ist schon ziemlich real.
Und die meisten von Ihnen sind sehr wahrscheinlich auch der Meinung, so wie ich, dass das bedenklich ist und dass die Notenbanken jetzt auch dringend dagegen was tun sollten. Und umso erstaunlicher ist aber hier ein Video auf YouTube bei Mission Money, ein Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck. Der war Ende der 90er zum Beispiel Staatssekretär unter Oskar Lafontaine, ein altgedientes sozialdemokratisches Schlachtross, könnte man sagen. Und der sagt da einfach so sinngemäß: Was soll die ganze Panik? Die Inflation wird ruckzuck wieder weg sein, sie wird verschwinden und da werden einige ihr blaues Wunder erleben. Meinen tut er damit eigentlich so Inflationswarner, so wie Hans-Werner Sinn zum Beispiel. Aber man kann das natürlich jetzt ja auch beziehen auf Anleger, die die Inflation möglicherweise falsch einschätzen und damit ja auch die Marktlage. Und noch besser, er sagt auch, es wäre fatal, wenn zum Beispiel die EZB jetzt überreagieren würde unter dem öffentlichen Druck und ihre Geldpolitik zu stark straffen würde. Die EZB hat ja bekanntermaßen bis jetzt noch gar nichts gemacht, außer dass sie ihre Anleihekäufe jetzt zurückgefahren hat, aber noch nicht beendet. Aber wie kommt Heiner Flassbeck zu solchen Aussagen? Er sagt, die Teuerung, die wir haben, die kommt von Angebotsschocks. Und das ist was, da können die Notenbanken nichts dafür und sie können auch nichts dagegen tun. Sie können das sowieso nicht. Also warum Zinserhöhungen? Im Gegenteil, man sieht ja, dass das alles ja die Wirtschaft und auch die Bürger stark belastet und darum braucht man gerade jetzt eigentlich niedrige Zinsen. Und das ist ein altes Thema, weil zum Beispiel die Monetaristen, die sagen ja, Angebotsschocks, sowas gibt es gar nicht oder das gibt es nur kurzfristig. Klar, wenn jetzt die Brotfabrik explodiert, dann wird Brot erstmal teurer natürlich, aber mittelfristig regelt das wieder der Markt, dadurch, dass die Brotnachfrage zurückgeht und oder dass neues Brot auf den Markt kommt und so dass langfristig Inflation eben nur vom Geldmengenwachstum kommt. Und da sagt im Gegensatz dazu eben Heiner Flassbeck, das sei eben auch schon mehr oder weniger das Grundsatzproblem, dass man eben verkennt, dass gegen Angebotsschocks die klassische Geldpolitik eben gar nichts ausrichten kann. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Video, zumindest der erste Teil, und es lohnt sich auch wirklich da mal reinzuschauen. Und das, sagt er, das habe aber auch sein Gutes, weil so ein Angebotsschock nämlich in der Regel ein einmaliges Ereignis ist. Das treibt die Inflation an sich eben nicht an, sondern es relativiert sich dann eben auch wieder. Und wenn wir uns jetzt klassische Preistreiber anschauen, seit dem Ukraine-Krieg, zum Beispiel WTI Rohöl, der Einjahreschart von der Seite von Trading Economics, dann sehen wir auch, das beruhigt sich ja jetzt schon halbwegs. Also Öl ist stark gestiegen, das Hoch war aber dann erreicht kurz nach dem Kriegsausbruch Anfang März. Und da sind wir jetzt schon wieder drunter. Und Öl war aber ja auch noch relativ robust sogar. Hier europäisches Erdgas, auch von Trading Economics, auch ein starker Preissprung Anfang März. Es hat sich aber seitdem sogar schon wieder mehr als halbiert. Und auch nochmal Kupfer hier zum Beispiel, ein sehr wichtiges Industriemetall, hat von seinem Allzeithoch im März auch schon wieder deutlich korrigiert, wie man sieht. Und das ist natürlich für die Inflationsrate eine Entwicklung, die nicht so schlecht ist, muss man sagen. Vielleicht haben wir ja auch da den Höhepunkt schon erreicht. In den USA haben wir ja im April schon den ersten kleinen Rückgang gehabt auf 8,3% von 8,5% im März. Das ist noch minimal, aber vielleicht ist das ja sogar auch schon das erste positive Signal. Und genau das ist auch gerade der letzte heiße Scheiß bei den Bankvolkswirten. Ja, deutlich sinkende Inflationsraten im zweiten Halbjahr. Hier die Prognosen der UBS zum Beispiel habe ich Ihnen auch schon mal gezeigt. Und andere stoßen aber ins selbe Horn im Moment. Morgan Stanley und Bank of America und so weiter. Wegen Lieferketten eben, wegen den Lockdowns in China, aber natürlich auch wegen der Belastung und der Verunsicherung, die die Inflation und die steigenden Zinsen im Moment selbst erzeugen. Und das kann im Umkehrschluss aber auch eben heißen, dass in ein paar Monaten das vielleicht bei weitem nicht mehr so schlimm aussieht wie heute.
Und dass dann die Fed vielleicht auch wirklich sagt, pausieren wir doch mal wieder. Das Ganze funktioniert ja schon, es zeigt ja Wirkung. Jetzt können wir wieder auf die Wirtschaft schauen. Und es wäre für die Börsen wahrscheinlich sehr gut und es wäre natürlich auch ein Triumph für Heiner Flassbeck. Aber sicher ist es nicht. Und auch Heiner Flassbeck räumt ein in diesem Video, wenn jetzt auch die Inflationserwartungen steigen würden, wenn es Zweitrundeneffekte gäbe, wenn hohe Lohnforderungen kommen würden und wenn sich der Inflationsdruck dadurch aus sich heraus selber nochmal verstärkt, dann müssen die Notenbanken eben doch was tun. Er glaubt nur nicht dran, dass es so kommt. Und er sagt auch zum Beispiel, naja, die Gewerkschaften, die müssten sich ja nur orientieren bei ihren Forderungen am Inflationsziel der Notenbanken. Das würde dann schon hinhauen. Aber ist völlig klar, da kommt natürlich wieder der alte Sozi in ihm durch. Und es ist aber eben leider so auf der Welt, wir haben freie Tarifparteien, wir sind hier nicht in Nordkorea. Und die Mitglieder von den Gewerkschaften, die haben ja einen massiven Reallohnrückgang erlitten auch dieses Jahr. Und abgesehen davon, die Welt besteht aber eben auch nicht nur aus Tarifparteien, sondern auch aus vielen, vielen ungebundenen Arbeitnehmern, die aber natürlich auch versuchen, dass sie ihre Arbeitskraft anbieten zu einem möglichst guten Preis. Und speziell in den USA, da ist der Arbeitsmarkt komplett leergefegt. Da kommen im Moment auf zwei Stellenanzeigen ein Arbeitssuchender, also so wenig wie schon seit den 60er Jahren nicht mehr. Und das Verhältnis von neuen Arbeitnehmern zu denen, die in Rente gehen, das wird auch wirklich von Jahr zu Jahr deutlich schlechter. 6 von 7 Amerikanern arbeiten im Dienstleistungssektor, der ist in der Pandemie nicht so gut gelaufen und der kommt jetzt aber wieder voll zurück. Das ist der bereinigte Preisindex für Konsumgüter in hellblau und für die Dienstleistungen in den USA alles in lila. Die Preistreiber, das waren bis jetzt die Güter, stark gefragt in der Pandemie. Da geht die Teuerung jetzt tatsächlich zurück. Das beeindruckt die Dienstleistungen aber nicht. Da ist das Niveau zwar niedriger, aber die steigen jetzt durchgehend. Und so angespannt, wie da der Arbeitsmarkt ist, da gibt es meiner Meinung nach eigentlich im Moment auch keine Chance, dass sich da die Preisdrucklage wieder entspannt, es sei denn durch einen starken Dämpfer für die Konjunktur. Und damit sind wir noch bei einem ganz anderen Thema, nämlich dem, dass die Inflation ja schon vor dem Ukraine-Krieg stark nach oben gegangen ist. Und das kann man jetzt natürlich auch zurückführen auf die ganzen Lieferketten, die Engpässe und auch auf strukturelle Fehlentwicklungen, also bei der Ölproduktion zum Beispiel, was allerdings für die Inflation jetzt auch bedenklich ist natürlich. Aber trotzdem, man kann es drehen und wenden, wie man will. Sie sind eben auch eine Folge der Geldpolitik und der staatlichen Ausgabenpolitik in der Corona-Krise. Ohne diese riesigen Hilfsprogramme und ohne die extrem lockere Geldpolitik, da wäre es meiner Meinung nach undenkbar gewesen, in dieser Krise, dass wir in so vielen Bereichen wirklich einen derartigen Nachfrageüberschuss gehabt hätten, so wie wir ihn gehabt haben. Und damit ist der Bogen dann aber wahrscheinlich überspannt worden und das muss man jetzt eben wieder einfangen durch Nachfragezerstörung. Und das räumt auch Colin Powell, der Chef der Fed, inzwischen ein. Er hat vor ein paar Tagen gesagt, wir haben eindeutig bei der Nachfrage noch einen Job zu erledigen. Es gibt in der Wirtschaft ein breites Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot. Und er sagt inzwischen auch, dass er nicht mehr versprechen kann, sogar, dass es für die Wirtschaft jetzt in den USA eine sanfte Landung geben wird. Tja. Was bedeutet das für die Börsen? Jetzt müsste von mir eigentlich eine ganz konkrete, zutreffende Prognose kommen, wie es weitergeht. Die habe ich aber wieder mal nicht. Das heißt für Sie, Sie haben hier wieder mal nur Zeit verplempert eigentlich. Was ich will Sie einfach nur sensibilisieren darauf, wie eminent wichtig die Inflation gerade ist
und dass die Lage schwierig ist, dass die Lage aber auch offen ist. Das Ganze ist dynamisch. Die Inflation und die Reaktion darauf durch die Notenbanken und die Verunsicherung dadurch in der Wirtschaft und an den Märkten, die schaffen eine Situation, die die Inflation jetzt eben auch wieder untergraben kann, aus sich selbst heraus. Und dadurch kann sich das Blatt eben auch plötzlich wieder wenden. Wo aber Gefahr ist, sagt Hölderlin, da wächst das Rettende auch. Ist eine sehr positive Haltung im Übrigen für jemand, der sein halbes Leben lang ja mehr oder weniger wahnsinnig war und eingesperrt in einem Turm. Aber wie auch immer, das Rettende, das ist im Prinzip in Sicht schon. Und es ist verrückterweise die Nachfragezerstörung und das Abwürgen der Konjunktur, das die Inflation jetzt abtragen muss oder müsste. Also achten Sie hier auf die Anzeichen, seien Sie sich aber auch klar darüber, dass der Markt das vielleicht dann eben auch anders interpretiert als Sie selber, nämlich positiv. Weil wenn der Inflationsdruck nachlässt, egal wie es der Wirtschaft geht schon fast, dann haben wir eben zumindest auch unseren guten alten Fed-Put wieder. Und seien Sie sich aber auch klar darüber dann, dass wenn der Markt feststellen sollte, dass die Inflation vielleicht wirklich zurückgeht, so auf 5%, 4%, 3%, und wenn der Markt dann darüber dann natürlich auch jubelt, dass das dann auch wieder nur ein Narrativ ist. Im echten Leben geht es dadurch keinem besser, die Preise gehen dadurch nicht zurück und die Kaufkraft ist verloren. Es ist ein rein statistischer Effekt, es ist ein Basiseffekt und ein Börsennarrativ dann und sonst gar nichts. Und ich kann das Wort Narrative eigentlich sogar noch nicht mal leiden und es klingt auch so sozialwissenschaftlich, das ist dann ja sowieso suspekt. Ich habe jetzt aber noch ein Narrativ für Sie, ein Narrativ für China-Anleger, nämlich chinesische Technologieaktien sind unterbewertet. Kunststück, sie fallen ja jetzt auch schon ein Jahr länger als die amerikanischen Technologieaktien. Und dieses Narrativ, das stellen wir jetzt aber eben auf die Probe in unserem neuen Zukunftsmärkte-Report. In China ist gerade Berichtssaison und Sie kriegen von uns ein Update in diesem Report zu den Zahlen von Tencent, die Zahlen von Alibaba und noch von zwei weiteren kleineren Unternehmen aus dem chinesischen E-Commerce-Sektor. Wie ist es da gelaufen in der Berichtssaison und kann man daraus vielleicht jetzt für die eine oder andere Aktie auch eine Kaufempfehlung ableiten? Und die Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Das ist für heute mein persönliches Narrativ, dass ich Ihnen heute die Reports vorgestellt habe von uns und dass Sie mir dafür ein Leben lang dankbar sein werden und dann vielleicht ja sogar meinen Kanal abonnieren. Gut, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Vatertag, sofern Sie das betrifft als Vater. Wenn nicht, dann feiern Sie einfach an den ganzen übrigen 364 Tagen im Jahr, dass Sie keine Kinder haben. Und für die Frauen gibt es heute auch was zu feiern, nämlich dass sie ihre Knalltüten heute mal ein paar Stunden aus dem Haus haben. So oder so, lassen Sie sich's auf jeden Fall gut gehen. Es ist nämlich nicht nur ein Narrativ, sondern Sie haben sich das wirklich verdient. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.